Das scheint tatsächlich loszugehen. So, jetzt nochmal herzlich willkommen hier, Very Games gegen ESC Gaming in der Upper Bracket Runde 2 der ESC Season 13 LAN Playoffs. Wir sind direkt live in der Pistol. Malen funktioniert auch super. So, schauen wir uns das an. Kurzboost von Very Games. Und ESC nimmt sehr schnell lang ein. Existence deckt es davon lang. Oh, sie spielen den Push Mitte hoch. Und bis auf den Spieler Mitte unten hat das Kuben wahrscheinlich nicht gesehen. Sie kommen sogar lang rein. Können sie jetzt auf falschen Fuß erwischen? Schöner Headshot für Kenny. Spielt das gut jetzt? Gibt nicht so viel. Ah, nicht allzu viel Risikoeingang. Nein, nur einen gemacht. Miss Posi auch bekannt. So, der schleunigste Deck fällt aber. Schade, interessanter Push, aber irgendwie nicht konsequent durchgespielt. Vor allen Dingen, dass die Mittelspieler dann nicht auch noch hochschieben, wobei sie natürlich B aufpassen müssen. Sehr schön von Existence an lang das 3 gegen 3 rausgeholt. MBK Mitte auch angesagt, Scream auf den zweiten, wissen somit, dass sie jetzt A durch sind. Was Existence da macht, ja, spielt das safe, macht, ah, sollte komplett vielleicht weg. Jetzt fehlen die Mates, also hätte mir besser gefallen, wenn da komplett CDPS weggeht und dann man dann den Retake versucht. Man hat schließlich das Kit. So, Einnahme kurz, da ist aber keiner. ESC macht das gut, bleiben sehr kompakter auf A zu dritt. Sehr schöne Smoke auch noch. Damit kann ESC jetzt super arbeiten. Das sieht wirklich nicht gut aus für die Franzosen. Werden hier wohl die Pistol abgeben, werden auch nochmal weggeflecht. Die Smoke ist wirklich enorm gut. Hält das Ganze so krass auf, immer wieder das Pre-Fire rein. Da hat Very Games eigentlich überhaupt keine Chance. Oh, mit Scream natürlich nochmal einen Headshot macht, aber das reicht halt nicht, die Pistol an die Polen. 1:0 ESC. Aha, Staffrau sitzt angeblich wirklich von Maus weg, also ich raff das nicht. Ich verstehe es nicht. Wie unprofessionell das auch irgendwie scheint. Von ihm jetzt. Das Mal. Also mal ganz ehrlich, ich würde doch nicht Maus einfach verlassen. Jetzt. Mein erster. Ich verstehe es nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Mal schauen, ob er dazu dann Stellung nimmt, aber ich, wenn er überhaupt kommt. Mal gucken. Ach, das gibt wieder einen Aufschrei. Rauter Aufschrei. Recht easy abgewehrt. Ich schau mal nebenbei bei NIP. Steht irgendwie noch kein Score drin. Mal schauen, ob sich das noch aktualisiert. Dann kann ich auch ein bisschen die Ergebnisse von NIP durchgeben, wobei die wahrscheinlich eher uninteressant bleiben werden. Das viel, viel bessere Spiel ist das hier. Vor allen Dingen halt mit dem Hintergrund, dass ESC wirklich noch nie gegen Very Games gewinnen konnte. Der Sieger aus dem Spiel trifft dann zu 99% auf NIP im Upper Bracket Finale. So gut wie ESC gerade aufspielt, würde es mich freuen, das Aufeinandertreffen zu haben. Aber erstmal abwarten, das Spiel ist noch lange nicht gegessen. Gerade mal zwei Runden gespielt. Noch kein einziger Equipped Round gesehen. Ich sehe hier schon gut Damage gefangen. Gar nicht so eine üble Eco eigentlich. Aber Damage ist halt nicht genug. Da müssen halt noch Cracks bei rumkommen. Und das tun sie leider nicht. Aber schon krass. 11, 15, 14, 24. Da hat Very Games schon ganze Arbeit geleistet.
finde ich, konnten sie leider keinen. Kelly mit Ave direkt, auch Pascha, der gestern wirklich eine gute AWP gespielt hat gegen Quantic. Wieso anderes hat? Na, ich habe jetzt wieder das alte drin, weil im All-Stars-Match fanden das alle kacke. Deswegen habe ich jetzt das alte wieder drin. Mit dem ich auch besser klarkommen, aber das ist wahrscheinlich eure Gewöhnungssache. Warum sollte man den Ansager kicken bei Maus? Nuki ist jetzt wirklich nicht der Schlechteste. Also ich glaube, mit Nuki hat man da schon einen soliden Ansager verpflichtet und vielleicht sogar einen der besten in Deutschland, den es jetzt in Go gibt. Aber wie gesagt, anderes Thema. Jetzt auf geht's, konzentrieren wir uns auf das Spiel. Noch kein Frag gefallen. ESC scheint hier den B-Split aufziehen zu wollen. Kenny und Scream am B, es missblockt noch die Mitte. Und Scream hilft ihm jetzt. Sollte vielleicht, wenn er ganz kurz ablenken würde, wäre es perfekt. Boah, hat sich super kurz gezeigt und dadurch hat es ein bisschen Infekt bekommen. Zweit, boah, halten richtig gut die Mitte. Kenny auch die Smoke weggegangen in den Cutters, kann soweit jetzt ein gutes Sichtfeld. NBK auch schon lang rausgepusht. Kann jetzt gleich den Mittelspieler vielleicht machen. Ah, hat ihn gesehen. Ja, macht ihn durchs Tor. Und wir wissen auch ungefähr, wo Pascha war. NBK hat das da schon geahnt, T-Base. Aber Pascha hat auch keine Zeit mehr. Will hier noch versuchen, die Arbeit zu safen, aber da sieht man, Scream will hier den Headshot. Sie wollen ihn holen. Die Arbeit darf er nicht durchkriegen. Perfekt wäre es natürlich, wenn er ihn tötet, wenn die Zeit abläuft. Deswegen wartet er jetzt sehr schön. Kann er über die Stufen, glaube ich, sogar auf die Kiste? Ich weiß es nicht. Boah, NBK macht die mit Headshots. Sehr, sehr starke Runde von VG. Gut gegen den B-Split gestanden. Schön nochmal abgelenkt von Scream. Perfekt gemacht. 1-0 so mit Very Games. Ach, Curse übrigens 3-0. So viel zu uninteressanten Ergebnissen, aber gut, ist halt die Pistole dann. Diesmal ein leicht abgewandelter Aufbau von ESC. Zumindest gehen sie Cutters runter und warten nicht oben mit der Bombe. Also schließt, lässt ihr auf einen Argo jetzt schließen. Das ist auch lange weg. Hat das NBK gehört? Ich glaube nicht. Schauen, Scream. Oh, setzt den Headshot. Hat mich reingeduckt von Neo. Da gab es auch keine Flash drüber. Und Smoke lag auch nicht mehr. Wollen scheinbar wieder den Split aufziehen. Diesmal aber Cutters zuerst den Go. Wirft auch verwirft auch eine Flash. Bitte Tess, super weggeflasht. Also sieht wieder richtig gut aus für Very Games. Schöner Push von Lord. Oh, perfekte Flash von Very Games. Da kann Lord nichts machen gerade. Jetzt auch zu zweit am Spot. Schöner Headshot. Aber Kenny trifft dann letztendlich noch und Tess stirbt auch an der Mitte wahrscheinlich. Ah. Verstehe ich nicht ganz, warum sie nochmal den Split spielen. Argo hätte mir besser gefallen. Vor allem kurz war, glaube ich, nur mit einer Person gedeckt. Man hätte Mitte nachsmoken können. Mal schauen, also. Gegen B-Split steht Very Games super. Ist hier auch direkt Eco, somit gleich das 3-3. Ah, ja, okay, Major. Die ganzen Vorschläge habe ich sowieso nicht mitbekommen, weil das zu viel dann war. Ich hoffe, der Spattel hat gut mitgeschrieben oder so. Mal gucken. In der Eco. Fokussieren sich auf jeden Fall sehr stark auf die Mitte zur Zeit.
Vielleicht nächste Runde auch wieder Awe bei Pascha. Ich meine, man weiß jetzt, dass Kenny B deckt. Auf dem Plateau. Vielleicht kann man ihn ja töten direkt. Mit dem kleinen Move. Aber bin gespannt, was ESC jetzt spielt. So, keine Arbe bei Pascha. Schnelle Smoke und Neo. Wieder der Aufbau über Cutters zu dritt. Die anderen beiden mit da oben. Pascha diesmal derjenige, der lang abdeckt. Neo in der Mitte mit. So, und jetzt nimmt man wirklich mal schnell Steg ein. Die Smoke. Gefährlich, aber geht noch. Tester ist, aber hat Support von Neo. So, wo ist der Refake? Stark von Smith. Ist hier nicht gut reingedaddelt. So, wird auch sehr gut abgesmoked von Very Games. Ich glaube, die Smoke wurde gerade nochmal nachgelegt von Existence. Man merkt, ESC richtig Respekt davor. Im BK auch noch lange. Sie haben super Kontrolle. Smith hört da wahrscheinlich auch ein paar Steps. Also, können, denke ich mal, gut drauf schließen, was gleich passiert. NBK auch eine nette Posi. Existence sogar noch eine Flash, spielt das relativ safe auch auf Spot. Wird er nicht schnell sterben. Und NBK schiebt jetzt, hat sogar einen Headshot gesetzt. Existence macht sogar einen zweiten. Also sehr starke Einzelaktion, auch wenn ich die leider jetzt nicht gesehen habe. Habe erstmal damit gerechnet, dass lang einer was macht. Wird auch von Smith im Stream mit abgehemmt. Und Existence kriegt sogar seinen dritten in der Runde der Ansage. Das ist natürlich auch immer schön, wenn auch der mal ein bisschen sich in Szene setzen kann. 4 zu 3. Vier Runden gerade in Folge für die Franzosen. ESC bisher ein bisschen. Am Schwächeln. Liegt. Lol, ist der denn da durchgekommen? Und Neo dreht sogar nochmal weg. Boah, er kriegt den nicht. Oh, er zuckt zurück. Was ein Fight. Krass, wie er da durch die Smoke gekommen ist. Das sieht man auch. Also so gut wie nie, dass ein Terror hier durchkommt. Die Zettis aber hier noch fighten. Und dann läuft Neo einfach nochmal zurück. Und ja, total komische Situation. Auch wenn es ein Eco war. Gestern auch schon so eine lustige Situation gehabt, ich glaube bei Faculty, wie Disruptor irgendwie hier neben einem Terror kurzzeitig stand. Das war auch sehr witzig. Auch natürlich durch die Smokes geschuldet. So, ESC versucht es jetzt wirklich mal wieder mit Arme bei Pascha. Der Aufbau bleibt weiterhin gleich mit einem schnellen Aufbau über Cutters unten. Und wenn sie jetzt mal anfangen würden, nicht gegen Steg zu sterben, gegen Kurz. Aber VG macht das gut. Pushen jetzt Cutters. Spielen, agieren hier wirklich hervorragend. Gefällt mir wirklich, wie sie hier aggressiv das spielen. Smith blockt wieder offensiv die Mitte. ESC kommt diesmal aber ohne Gegenwehr kurz durch. Wir wählen jetzt eigentlich einen guten Weg. Existence auch mit A. Wer NBK deckt wahrscheinlich noch weiter lang. Ja. Auch interessant, wie er da steht. So, wenn sie es jetzt spielen, wenn sie lang gut abflächen, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Sie haben noch das Equipment, haben noch Smokes. Sollten vielleicht nicht allzu lang warten, wobei Smith macht keine Anstalten. Und da, sie haben eigentlich Kontrolle Cutters, deswegen verstehe ich nicht, warum Scream... Sie schieben hier viel zu spät für meinen Geschmack. Das könnte ihnen vielleicht die Runde kosten. Gute Smoke gegen Existence. Kann zum Gegenflächen kommen und muss da auch weg. Wäre nicht gut gewesen. Oh nein, sie pushen da runter. Alter, dann wäre sie komplett gerade auseinandergenommen. Oh, Alter. Wie können sie denn die Runde abgeben? Ey, wenn sie einfach auf den Spot laufen. Schöne Headshots von Buben.
Wenn sie einfach aufs Spot laufen und nicht darunter pushen, da sind sie halt komplett ins Feuer, ins Kreuzfeuer gerade reingelaufen von Very Games. Die eigentlich zu spät da waren, aber ESC hat ihn halt super in die Karten gespielt. Sind die komplett ins Fadenkreuz gesprungen. Ich sag's ja, wenn sie wirklich einfach aufs Spot laufen, Bombe legen, easy. Existence kann da nicht viel machen und die Base einfach immer weiter abflächen, absmoken. Ich sehe wirklich gerade nicht, ja, vielleicht noch ein Pennen oder so. Wer weiß. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Very Games gerade sehr gut umschießt. Gewinnt wirklich so gut wie alle Duelle. Und jetzt geht's mal lang schnell von AC. NBK war nicht wirklich blind. War noch direkt drauf. Geht weiterhin so schlecht weiter. Hat ein bisschen eine Dattelung hier von AC. So kommt's mir zumindest vor. Auch keine Waffe gehabt. Also auch der schnelle A-Split ging überhaupt nicht auf. Also Fake wäre ganz gut, beziehungsweise sie müssten halt mal auch einen abstellen Cut das oben. Auch wenn Very Games schlecht geschoben hatte, aber sie hatten halt dann die Kontrolle, da sie dort kurz reingesneakt haben. Wenn der AC einfach einen abstellt und nur ein bisschen Präsenz zeigt, dann kann Very Games natürlich nicht Cut das pushen. Können da die Kontrolle nicht gewinnen und somit nicht so gut schieben. Sie variieren wirklich super mit AWPs. Drei AWPs jetzt auch schon am Start. Smith, Existence und Kenny S. Oh, Köpfchen gesehen. Boah, schöne Hits. Sehr, sehr schön. Scream Mitte auch schon wieder einen gemacht. Zweiten auch noch, also krass. Sie vernachlässigen aber auch ein bisschen die Smokes dann in der Mitte. Geben Kenny viel zu oft da die, Scream oder Smith, je nachdem, immer viel zu oft die Chance, dann Frag zu setzen und gucken, wo MK schon ist. Neo scheint das zwar zu wissen. Oh, guck mal kurz. Neo zieht jetzt nach, aber es misstrifft. Also ESC wird ja gerade sowas von zerstört. Jeder einzeln gepickt. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Wie gesagt, Very Games trifft einfach alles. Spielt eine super CT-Leistung. CT-Seite gerade. Dass sie die Pistole gewonnen haben. Drei Runden bis jetzt nur keine einzige Quip. Das ist schon, ja, sie wischen gerade quasi mit ihnen den Boden auf. Wir sollten einfach mal so einen kontrollierteren A-Split spielen. Oder halt, ich meine, sie wären ja vorhin locker draufgekommen. Einfach nochmal ihren Standardaufbau und dann einen, aber auch Cutters abstellen, Steg einnehmen. Von mir aus dann ein bisschen warten. Wenn der Cut das dann einen Fleck macht, dann sieht es ganz gut aus. So, wieder die Ave. Irgendwas müssen sie sich jetzt halt überlegen. Schicken jetzt zwei über Cutters. Pascha schießt viel zu spät. Boah, sie pushen instant hinten. Sehr wichtig für Tess. Und der Mate schiebt nach. Sehr gut. Also endlich kann man da mal ein paar Tracks setzen, wobei Very Games natürlich auch super in die Karten gespielt hat. Gut, wichtig von Tess, da den Headshot zu setzen. Und da wird auf einmal die Runde sehr schnell vorbei. Boah. Das war bitter. Ungewollter Mini-Step, glaube ich, von dem T. Oh, er schafft's. Schönes Movement von dort. Da über die, über diese Treppen an der Kiste quasi. So, aber die Runde war mal gut, aber eigentlich nicht gut gespielt. Also was heißt nicht gut gespielt, aber
eigentlich nur die Runde gewonnen, weil Very Games in da reingelaufen ist, ins offene Messer. Von daher, der Rundengewinn gar nicht so toll. Also wie er entstanden ist. Aber es geht gut weiter. Vielleicht hat ihm das jetzt wirklich ein bisschen Auftrieb gegeben. Contacten direkt B. Oder steht Scream. Schon sehr gute Hits. Smith hilft am Loch. Scream ist richtig blind. Smith trifft. Smith trifft nochmal. Chance zu den dritten. Auch ungewohnt. Das Boah, warum fährt er da alleine rein? Okay, weil die Mitte? Nee. So, 2 und 2. Die erste wirkliche knappe Situation hier in diesem Match. Die anderen Runden waren nur eindeutig. Wie steht die SC da? Einer Katas, einer Habesha. Eigentlich ganz gutes Kreuzfeuer. Sollten sie machen. Lord deckt auch nur sich am Loch. Macht er gut. Schöne Position gewählt von ESC. Existence sollte die Arbe safen. Oh, Lord hat, glaube ich, wirklich gedacht, dass er schon saved. Und Pascha wird das aber locker runterspielen können. Bombe liegt auch gut für ihn. Boah. Also Existence wirklich sehr stark heute. Gute Heads. Aber haben sie jetzt zwar nicht bekommen, aber sie haben sowieso noch genügend Geld. Aber 2 Runden in Folge für die Polen. Wenn es jetzt noch ein 9-6 wird, kann man ja fast sogar noch damit leben. Da fest. Ist er gegen die Treppen gelaufen oder gegen dieses. Gegen diesen Pfahl? Das verstehe ich nicht. Gegen lang. Oft sie halt gestorben sind. Oder wenn sie halt lang schnell angenommen haben, sie immer verreckt. So, hier auch mit der Bombe lang. So, entweder sie ziehen jetzt einen Split auf. Gerade sehr unkoordiniert. Auch mit der Smoke überhaupt nicht klar. Sie ist jetzt weg. Und jetzt zieht VG rum. Gar nicht so schlecht die Idee, da wenn die Smoke weg ist. Klar, dann kommen die Terrors meistens vor und dann direkt dieses Flash von hinten. Eigentlich gut überlegt von VG. Und jetzt einfach mal auf den Spot gehen. Wichtig von Neo. Wer ist da noch auf Spot? Existence. Aber der drückt gut um. Wählt einen interessanten Laufweg. MDK hilft ihm von hinten. Oh, das wird nicht reichen. Das muss die 6 Runde für ESC sein. Und das ist es auch. Gut nochmal hier halbwegs gerettet. Auch wenn 6 C-Runden mit der Piste natürlich viel zu wenig sind. Interessante Insights. Counter-Terrorists win. Naja, mal gucken, was da beim Maus passiert. Jetzt gerade ein bisschen nebenbei den Chat. Mal gucken, was da noch ans Licht der Öffentlichkeit rückt.
Das gut halt rauschen. Ich kann dagegen nichts machen. Außer nochmal am Rad drehen hier. Wenn es halt komplett leise ist, dann hört man es eben. Aber wenn Action ist, dann sollte das eigentlich nicht wirklich stören. Ich kann dagegen wirklich nichts machen, also ich wüsste nicht was. Außer natürlich irgendwie neue Hardware. Aber nee, es ist immer noch dasselbe Headset wie eh und je. So, interessant. Sie nimmt jetzt die Mitte ein. Mit Flash. Jo, gleich die Chance. Schöne Flash von hinten. Perfekt, und Scream kann den zweiten nicht machen. Schöne Headshot von Neo. Boah, schöne Shots. Aber lang ist durch. Da ist noch die Smoke. Hat mich gerade gewundert, warum Tess da rückwärts hochläuft. Der pusht durch die Smoke. Perfekt. Kann den Headshot setzen. Und Kenny. Schöner Headshot auch. Also wirklich kranke Shots. Boah, warum er da auf die Bombe geht. Ich weiß, dass schon einer von ist. Von dem zweiten hat er keine Ahnung gehabt. Sehr gut. ESC sichert sich die zweite Pistole. Aber haben wir vorhin ja schon gesehen. Pistol heißt noch gar nichts. Auf Terror-Seite super wenig Runden geholt. Mal gucken, wie es jetzt auf CT läuft. Interessant, dass Scream die schnell lang eingenommen hat und wahrscheinlich relativ spät gemerkt hat, dass sie die Bombe hat. Ah, okay, ja. Okay, stopp. Es ist zwar eine Eco, aber trotzdem verwunderlich. Von daher kann man es nochmal verzeihen. Eine Waffe verloren bei SC, werden jetzt hier gleich auch aufschließen, das 9:9 klar machen. Weil Bombe wurde nicht gelegt. VG wird hier auch auf AWP wieder gehen, wahrscheinlich. Hat er auf CT-Seite schon gut geklappt. Schön geholfen von dem zweiten. Ist auch offensiv. Boah. Sollten jetzt keine Waffen mehr verlieren, tun sie auch nicht. Also Ausgleich, 9 beide. Kenny sehr wahrscheinlich mit Abewitz. Yep. Pascha auch. Gewohntes Bild also. Schöner Move von ESC, damit der Flash. Kenny da keine Chance geben. Sie pushen rein. Oh, Kenny konnte echt den Flex setzen. Boah, wie sie hier schon wieder den ersten Equip auseinandergenommen werden. ESC wollte da irgendwie verzögert die Mitte rein. Games war da aber schon zu weit oben. Die Smoke dann auch wirklich nicht gut genug. Müsste hier auf jeden Fall weiter rein. Und sie versuchen jetzt hier irgendwie aggressiv noch die Runde zu entscheiden. Kuben wird aber gesehen, hat keinerlei Chance, um da irgendwie einen Frag zu setzen. Very Games deckt alles weiterhin einfach ab. Wir werden jetzt auch gleich die Info bekommen, wo Lord ist. Und dann wird er noch weniger Chancen haben, als er sowieso schon hat. Oh, direkt den Hit durchs Tor. Keine Chance. Kenny macht den 5er Runde von Very Games. Boah, die hier wirklich unglaublich dominant wirken. Hoffen wir mal, dass es auf Inferno besser läuft für ESC, damit wir hier wirklich die dritte Map sehen, die dann Mill wäre. Wäre auch echt cool, die noch zu sehen auf dem Event, genauso wie Cash. Die 2 hatten wir gestern schon, die 1 hatten wir gestern schon zweimal. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt eine Map ist, die man sehen will, aber Cash und Mill sind doch dann schon ganz angenehm.
Schade von Leo. Macht aber sehr viel Damage. Aber jetzt mal ehrlich, Existence trifft heute sehr gut. Also sie haben einen richtig guten Tag scheinbar. Scream hat auch so seine Momente. Jetzt auf Terror-Seite noch nicht ganz, aber gut. Das wird natürlich noch kommen. Setzen jetzt zum B-Split an. Tess. Oben. Kriegt schon super viele Hits. Keine Chance. Kuben am Spot gefangen. Macht einen, aber abgezielt. Oh, er kann es vielleicht sogar noch machen. Nein, schade. Smoke liegt auch. Er hätte es vielleicht, wenn er jetzt noch zwei gemacht hätte, hat sogar teilweise die Chance gehabt. Ach man, das läuft wirklich gar nicht. So, Ergebnis bei NIP. Terrorists win. Oh. 10 Runden für Curse. 10-5 die Halbzeit. Und 2-0 jetzt NIP. Also 7-10 liegt NIP hier hinten. Doch gar nicht so knapp, so deutlich, wie es erwartet hätte. Vor allen Dingen auf 8 zu 12 sogar schon, krass. Wow, also hätte ich nicht gedacht. Aber war schon vermutlich dann CT-Seite, die Curse war. Kann ich mir vorstellen. Und jetzt nimmt CT, wissen wir ja alle, wie gut sie sind. Ich erinnere nur nochmal an das Very Games Spiel. Irgendwann auf Nuke. So, wieder sieht schlecht aus wie SC. Den Retake scheinen sie auch nicht mehr zu probieren zu wollen. Gegen drei Leute. Gehen da wieder safe in die nächste Runde für Very Games, die ihr gerade. Drei Runden wieder in Folge haben, also die Hälfte, die gleichen sich hier wirklich. ESC gewinnt die Pistol, macht dann drei Runden, 3-0 und danach zieht Very Games einfach an ihnen vorbei. Aber noch das Geld, um hier zu kaufen. Klar, mit den gesaveten Waffen ist da immer noch mal einiges mehr drin. Oh, das sah sogar fast nach Fußhit aus, war aber keiner. Man lässt Kuben allein. Oh, Scream müsste das Cutter sein, ja. Pascha an. Kurz, glaubt zusammen mit Neo, ja, der ist am Spot und Tess benimmt. Lord ist an lang. Hat da super viel Kontrolle am Tor. Andere beiden können sich dann komplett auf den. Auf Kurzzeit konzentrieren. Und Pascha konnte auch Existence machen. Oh, und Lord wurde gebankt oder was? Er wurde auf jeden Fall durchs Tor dann geholt. Krasse Banks von NBK. Auf jeden Fall. Und das öffnet gerade für VG hier den Spot. Sie sind super schlecht gerade. Entscheiden sich jetzt auch. Dazu lange einzunehmen, schicken der Neo hinter. Geht aber leider nicht auf. MBK wirklich mit einer hervorragenden Runde. Pascha hat vielleicht noch die Chance. Boah, er wartet aber super da, der Kurzspieler auf lang. Jetzt wird Pascha von hinten geholt. Also unglaublich, wie sie das hier runterspielen. Also ich sehe, mit einem Frag wird gerade ihre komplette Deckung ausgehebelt. Ach shit, jetzt wollte ich nochmal hinfliegen. Aber ja, es muss auf jeden Fall ein Bang gewesen sein. Das Symbol hat das da angezeigt. Sehr starke Runde von NBK. Von Nathan.
Tja, Eco bei ESC. Dann steht es 14-9 und dann wird es richtig eng. Ich glaube auch nicht, dass EST hier nochmal zurückkommt. Haben bisher einfach nicht wirklich überzeugt hier in den Equip Drones. Weder als T noch als CT. Und Kürs führt tatsächlich 13 zu 10. Und zwar wirklich so, Kürs war CT. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn Kürz so gut ist gegen Nip. Ich meine, dann kann man Faculty vielleicht weniger vorwerfen. Auch wenn sie es wirklich in der Hand hatten gestern. Schön den Plant verabschiedet. Eco sieht sehr gut aus. Smith ist auch super weit weg. Schöner Boost. Und wenn sie ihn jetzt überrennen zu zweit, nice. Aber von Neo steht sie zu weit, aber Kuhn macht's krass. Erst sie gewinnt die Pistole. Und das ist vielleicht ein. Jetzt platzt vielleicht, oder ist vielleicht der Knoten geplatzt. Der polnische Knoten. Doppel-Awe. Aber das ist noch lange nichts gegen Very Games, die ja teilweise mit drei AWPs spielen. Kuben spielt sie jetzt am B. Kenny-Style quasi. Und Neo mit seinem Standard. Lockt alleine kurz. Die anderen beiden dann lang. Pascha geht den First weg. Und gibt einen Hit, glaube ich, durchs Tor. Neo schon wieder Contact gegen Existence. Der macht da auch wirklich immer das Gleiche. Die Nate am Anfang von Neo sitzt da leider nicht so schnell, ist dann Existence halt auch nicht. Lot steht schon wieder an der Posi. NBK ist schon wieder da hinten. Aber jetzt sieht man es wirklich nochmal. Aber. Jetzt sitzen diesmal nicht. Neo musste weg. Komm auf A rauf. Kurz ist gerade komplett offen. Jetzt Neo wieder da. Sehr, sehr gefährlich. Aber Tess ist da. Und Lot kann ja auch immer nach MBK ansagen. Oh, der MBK macht das so gut. Boah, das Duell. Geht diesmal an Lord, an Lord. Somit die Überzahl. NBK hat vielleicht auch zu lange einfach Druck gemacht und Lord dann die Chance geben. Noch einen gerade gesehen. Schöner Refill von Tess. Überzahl für EC. Turn 1. Sie wissen nicht, wo Smith ist. Er ist am Vierer, am Stein. Oh, der kann durchbangen! Oh Gott, sie checken den Stein nicht. Ah, oh, Mann. So schlecht eigentlich auch. Haben damit ihm gerechnet, dass er kurz ist. Und jetzt habe ich auch leider nicht darauf geachtet, ob eine Kit hat. Ich glaube schon. Aber da standen sie wirklich unglaublich komisch. Warum pusht er nicht einmal wenigstens kurz vor? Ich meine, gut, die Bombe hat auch schon sehr schnell getickt. Oh, ist das bitter. Da gewinnt man schon eine Eco. Und dann verliert man die Equip Drone, den man hätte eigentlich auch nicht abgeben dürfen. Oh, schnelle Vego gegen Tess. Boah, der war super Gold, sieht da gar nichts. Komplett die B-Deckung ausgehebelt. Wo ist der Mittelspieler eigentlich gefallen? Ah, hier am Tor. Tja, war ein Instant B-Split. Tess war, oder was ist B-Split? B ist mal schnell angegangen, Mitte dann halt auch. Ach, ist das schlecht. Tut mir ein bisschen leid für die Polen. Hoffen wir mal, sie raffen sich jetzt auf Inferno. Auf der zweiten Map. Das Draw kann Very Games auf jeden Fall keiner nehmen. Geldmäßig wäre es enorm wichtig, dass ESC wirklich mit allen überlebt. Auch wenn sie nicht wirklich legen können, aber jede Waffe wäre hier wichtig. Zwei Waffen haben sie. Gut, können halt beide Farmers nachkaufen, aber einer wird auf jeden Fall nur eine Pistole haben.
Im besten Fall Max 7. Schau mal, Existence 2, da ist die Smoke von Neo. Ah, ist diesmal direkt weg, also variiert das auch ein bisschen. Dann blocken sie zu zweit, Pascha zieht da wieder am Schlitz. Aber NBK ist dann nicht so dumm und zeigt sich dort. Hat vorhin schließlich auch schon mal einen Hit bekommen. Lord nimmt da wieder eine ähnliche Pose ein. Und wieder geht's kurz durch. Und das ist wirklich so eine Art Schwachstelle bei SC. Neo ist auch nur allein, aber er kommuniziert das gut. Da ist nichts auf A, den Fake wissen sie. Tess ist leider Mitte gestorben. Und B ist wirklich komplett frei. Kuben auch nur mit Pistol. Und das wird er fast nicht aufhalten können. Vor allem, wenn Neo jetzt stirbt in der Mitte, kriegt super viele Hits. Ich wollte jetzt gerade auf Kuben und in dem Moment fällt er. Oh, auch wenn Pascha jetzt noch einen Frag macht, das wird sehr wahrscheinlich nicht reichen. Wobei, Lord ist schnell Katastar. Boah. NBK setzt er direkt den Headshot Lord mit der Fläche in der Hand. Keine Chance, Pascha im 1-on-3. Keine Grants, keine Kit. Barry Games steht auch wirklich super. Einer Close am Tor, einer Cut aus einem Plateau. Besser kann man wirklich nicht stehen. Auch wenn Pascha nochmal schön ausrüstet am Ende, das gibt vielleicht noch ein bisschen Auftrieb. Aber die erste Map geht hier an Barry Games. 16 zu 10. Schade. Sehr enttäuscht bin ich gerade von ESC. Haben wir wirklich nicht gut gespielt. Verdient die erste Map verloren. Mal schauen, wie es auf der zweiten weitergeht. Bleibt dran hier auf meinem Stream mit den ESEA Playoffs Season 13. Bis gleich.